Hi, hallo, ich bin die Amelia von Du hast die Macht. Am Samstag ist die Hanfparade in Berlin und ich gehe jetzt mal auf die Straße und frage mal drüber nach. Hanf ja, nein, legalisieren ja, nein. Los geht's! Darf ich gerade eine Frage stellen? Ja. Und zwar ist am Samstag hier in Berlin die Hanfparade. Und da geht's. Ja, lachen Sie schon, Sascha. Warum lachen Sie? Ja, wie geil ist das denn? Was haltet ihr denn vom Thema Kiffen? Sollte man das legalisieren? Ja, meiner Meinung nach sollte man schon drüber nachdenken, ja. Und warum? Ich würde es geil finden, wenn es um LSD gehen würde, aber bei Hanf, das ist okay. Ja. Bist du derselben Meinung? Ich bin derselben Meinung, genau. Dann hat es vielleicht nicht so einen großen Reiz des Verbotenen. Wir haben vorhin noch drüber geredet, dass wenn man versucht, solche Phänomene an den Rand zu drängen, möglichst raus aus der Gesellschaft und so weiter, man es möglicherweise eher kriminalisiert, eher Raum schafft dafür, dass das ungeordnet vonstatten geht und so weiter. Und wenn du es in die Mitte der Gesellschaft holst, staatlich kontrollierst, ausgibst und so weiter, dann hast du zumindest einigermaßen Kontrolle, was ausgegeben wird, wo die Leute es konsumieren, wie sie an das Thema rangeführt werden und so weiter. Nein, ich halt tatsächlich hasche ich nicht, finde nicht so gut. Nein. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie so eine Suchtwirkung hat oder das, was mir so generell unterstellt wird, aber alle, die gekifft haben und die ich kenne, haben hinterher Psychosen bekommen. Psychosen. Psychosen, genau. Habt ihr schon Kontakt zu Drogen und Hasch mal gehabt? Nein. Wie steht ihr zu dem Thema? Nichts gut. Nicht gut? Warum nicht gut? Na, weil man abhängig werden kann. Also bist du eher voll dagegen? Ja. Und du auch? Ja. Meint ihr, es sollte auch nicht irgendwie legalisiert werden in Deutschland? Nee. Nicht? Nee. Wenn man das in anderen Ländern so sieht, es scheint ja zu funktionieren mit dem Legalisierten. Meinst Holland? Genau. Ich finde, das ist höchstens so wie in Amsterdam. Da darf man es ja, glaube ich, nur in den Coffeeshops konsumieren. Und auch nicht bei sowas finde ich dann auch noch okay. Wenn man halt nur an einem Ort, dann ist es ja auch kontrollierter. Aber sonst, so wie es hier in Berlin ist, finde ich gut. Also ich finde, das macht überhaupt nicht den Eindruck, als ob es illegal ist. Okay. Mittlerweile. Also. Ich finde, dass es unter Jugendlichen schon gar nicht mehr so als Droge gilt. Es ist einfach, es gehört irgendwie schon dazu. Ich denke, dass zum Beispiel auch Zigaretten aber auch einfach im Verhältnis viel schädlicher sind als zum Beispiel Haschisch für den Körper auf lange Zeit gesehen. Es macht garantiert nicht so abhängig wie harte Drogen und ich denke, es ist auf jeden Fall eine Alternative zu Alkohol. Es macht den Körper nicht so kaputt. Ihr selber raucht auch mal gerne so ab und zu, ja. Und warum? Es ist schöner als trinken. Man hat keinen Kater und es passiert einfach so viel im Kopf. Das ich persönlich finde es angenehmer, wenn Leute ein bisschen bekifft sind, als wenn die sich ins Koma trinken. Also findest du Alkohol schlimmer wie die Kiffen? Ja. Das ist ja immer eine Frage des Gebrauchs und Missbrauchs. Also ich glaube, in geringen Dosen und in einem entsprechenden Alter und mit dem entsprechenden Wissen dahinter ist es beides sicherlich vertretbar. Ich glaube, der Missbrauch von beidem ist ziemlich gefährlich und ich glaube, das ist bei Alkohol mindestens genauso ein Problem. So Leute, wir haben jetzt einige Passanten auf der Straße gefragt, was sie von der Legalisierung von Hasch halten. Wir haben viel Zustimmung bekommen. Vielleicht sollte sich die Regierung mal Gedanken darüber machen, Coffeeshops in Deutschland reinzubringen. Ansonsten war es das jetzt von uns, von Du hast die Macht. Bis zum nächsten Mal.